Es wäre doch auch sehr schön, wenn die Menschen das, was ich mache und was ich eigentlich bin, viel einfacher erklären würden und würden sagen, da erzählt ein Mensch etwas völlig Unverständliches. Erzählt eigentlich sowas so Ähnliches, wie ich im Gefühl habe, an Märchen gehört zu haben. Und er könnte mich doch durchaus als ein Märchenerzähler wahrnehmen, wo geheimnisvolle Figuren ins Spiel kommen, ein toter Hase tritt auf, wie in einem Märchen. Es wird von Kaninchen gesprochen. Es gibt eine Sache mit einem Schwan, es gibt den toten Hirschen. Dann spricht er auf einmal von Hirschdenkmälern. Das heißt, es wäre doch eigentlich, wäre es nicht eigentlich richtig, dass man die Weise des Erzählens der Märchen mal heranzöge? Um an dem Gehalt, den Märchen haben, ja dann eigentlich, wenn man auf sie eingeht, festzustellen, dass diese Märchen ja eigentlich einer viel tieferen Wirklichkeit von Weltinhalt entsprechen, als jede einfache rationale Beschreibung irgendeines sogenannten exakt naturwissenschaftlichen Vorganges. Das wäre doch eigentlich genug. Ja.